Es ist schon so, dass so ein erster Trainingstag immer auch Kribbeln bedeutet. Also es ist dann schon schön, die ganzen Jungs wiederzusehen, das Gefühl wieder der Kabine zu bekommen, ist es was los im Haus. Und man merkt es ja hier jetzt in der Runde, man merkt es am Rand des Platzes, man merkt es auch, oder man hat es in der Kabine auch gemerkt, dass alle ein Stück weit heiß drauf sind, wieder, dass es losgeht. Natürlich alles noch ein bisschen überragt von der Weltmeisterschaft, aber trotzdem hat man jetzt hier das Gefühl, ja, langsam startet wieder die Saison. Ja, ich sag mal, die Transferperiode ist noch relativ lang. Wir haben 4 für uns wichtige Transfers getätigt mit Traoré, mit Hahn, mit Johnson und mit Jan Sommer im Tor, sodass wir erstmal wirklich sehr, sehr stabil dastehen. Und jetzt ist eben ein Lück ein Stück weit wieder zurückgekommen, der bei uns eben genau die Chance bekommen wird, wie alle anderen auch. Ich habe es damals schon oft gesagt, er wollte gerne weg, weil er spielen wollte. Jetzt kommt er zurück und wird hoffentlich viel bei uns spielen. Wenn sich was ergeben sollte, das ist auch in der Transferperiode so, dann wird man natürlich auch dem zuhören. Aber wir sind erstmal gelassen. Wir haben unseren Kader stehen. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader, von dem wir überzeugt sind. Und haben die Möglichkeit, wieder eine sehr, sehr ordentliche Saison zu spielen. Ah, was soll ich sagen? Ich mag am liebsten wieder Fußball spielen. Und ja, wenn ich dann vielleicht zurückgehe nach Holland, dann ja, das ist mir egal. Wenn ich Fußball spielen kann, dann freue ich mich das. Aber wenn das hier ist, dann ist das auch ja, schön. Aber ich muss die Realität auch ja, gut sehen, was ich machen muss. Es gibt viele Spiele mit Emotionen. Ich muss noch wissen, mit welcher Mannschaft ich gar nicht so gut zurechtkomme. Aber ja, das wird alles mit Zeit kommen. Ich hoffe, dass wir wieder eine sehr gute Saison spielen und uns qualifizieren für das Europa League. Und dann, dass die Fans von uns begeistert werden.